Basta! Ich kann gehen. Vorsicht! Da kommen sie! Zieht euch alle in die Villa zurück! So kann ich nicht kämpfen. Steht mir bei! Ergreift den Bastard! Noch ein Datenbankzugang. Das kennen wir doch schon. Machen wir jetzt mal nochmal angezeigt. Ich werde plündern müssen. Ja, komm doch, du kleiner mieser behinderter Sack. Versuch es nur. Komm schon. Pass doch auf! Wir tun es! Sie haben nie eine Chance. Geh in den Altarraum! Folgt mir! Oh. Lauf schneller. Alter, lass das. Hurensohn. Also RB geht bei mir nicht. Hörst du auf? Eine Gnade für euch. Kurz mal Stopp. Übrigens, herzlich willkommen zurück. So, Flugmaschine. Umgekehrt, nein. Normal bitte. Steuerung anpassen. Waffenrad. Hallo, Waffenrad? Waffenrad geht aber nicht. Das ist ja behindert. Ich werde sie aufhalten. Halt! Wartet auf uns! Wir hielten euch für tot, Herr Ezio. Noch nicht. Wohin führt dieser Weg? Nach Norden, vor die Mauer. Bin überrascht, dass es ihn gibt. Lasst mich durch! Ich muss den Truppen helfen! Schnell, Ezio! Diebe. Wo ist Mutter? Ist sie wohlauf? Ich bin hier, Ezio. Na, gut. Aber ich kann das verrecken nicht. Ich kann echt nicht das Waffenrad benutzen. Warum das für mich? Wir konnten nicht ohne dich gehen. Der Weg wird sehr gefährlich. Beschütze Mutter. Wo ist Mario? Ich dachte, er würde auf uns warten. Das Borgia-Fußvolk umzingelt die Stadt! Mario ist tot. Ihr müsst von hier verschwinden. Bring Mutter nach Firenze. Bringt mir ein Pferd! Du kommst nicht mit uns? Wohin reitest du? Nach Roma! Geh, mein Sohn. Vernichte sie. Doch vergiss nicht, für wen wir Assassinen kämpfen.
Hättest bei einem Arzt vorbeischauen sollen. Autsch. Wie so ein Zombie. Lucy, ich finde einfach keine Position für Ezio's ES. ES? Sagt mir mal jemand, was hier los ist? Sorry, Desmond. Edensplitter. Im Vatikan sprach Minerva von anderen Tempeln, dass sie der Schlüssel seien, um die Katastrophe zu verhindern, die der Erde droht. Ah, richtig. Um die Tempel zu finden, müssen wir bestimmt Ezios Edenapfel in die Hände kriegen. Minerva hat ihn irgendwie verändert, als sie ihn berührte. Moment, die Auditore-Villa? Ja, unsere letzte Zuflucht in Italien. Anscheinend beobachten die Templer die Grenzen. Ezio hat den ES irgendwann 1507 versteckt, aber wenn ich die DNA-Sequenz laden will, scheint er sich an etwas anderes zu erinnern. Eine Erinnerung in der Erinnerung? Ja, exakt. Vielleicht. Exakt vielleicht? Ich glaube, ihr habt etwas Ähnliches bei Abstergo erlebt, oder? Subjekt 15 hatte Erinnerungen in der Erinnerung, aber sie war schwanger. Die Erinnerungen von Vater und Mutter des Fötus konkurrierten. Desmond ist nicht schwanger. Naja, glaube ich jedenfalls. Vielleicht nur zu viel gegessen. Kommst du an eine spätere Erinnerung? Nein, das geht nicht. Das kommt mir bekannt vor. Wir konnten nicht auf Altairs Erinnerungen zugreifen, bis Desmond seine Synchronität verbesserte. Dann kann es sein, dass uns hier etwas Ähnliches passiert ist. Ezios erbärmlicher Zustand überträgt sich auf Desmond und stört die Erinnerung. Entweder das, oder Rebecca hat's einfach nicht besser drauf. Danke, du Arsch. Was denn? Ich nenne doch nur mögliche Erklärungen. Und die ist noch die wahrscheinlichste. Gesessen? Hier ist es nicht sicher. Die Handyüberwachung kann glatt durch die Wände sehen. Du meinst Satellitenüberwachung? Machst du Witze? Abstergo hat längst auf Handymasten umgerüstet. Die Strahlen durchdringen alles Oberirdische. Sie werden uns finden. Werden sie nicht. Komm mit mir. Ein Balken blockiert es von innen. Hier kommen wir nicht rein. Was machen wir jetzt? Die Straße führt wieder auf den Highway. Wir sollten uns hier echt nicht unnötig aufhalten. Haben wir eine Plane? Wir müssen den Van abdecken. Ich will wirklich nicht nerven, ja? Aber uns läuft die Zeit davon. Na dann hilf uns, Sean. Hast du irgendeine Idee? Ich weiß nicht. Gibt es noch einen Weg in den Altarraum? Hey, ich glaube, ich hab was. Komm mit. Desmond, das war ziemlich cool. Kam mir ganz normal vor. Hier lang kommen wir rein. Gut gemacht. Wir warten dann einfach hier oben, ja, so ganz allein. Mit Zielsuchern auf dem Rücken. Das ist eine gute Idee, Sean. Bleib da oben. Hallo, Desmond. Warum geht das nicht an? Weiß ich nicht. Ach, endlich raus aus dem Animus. Das ist nicht unbedingt meine Vorstellung von schön. Lass mich raten. Du bist mehr der um 6 ins Bett-Typ. Was? Desmond? Ich bin nicht so langweilig. Ja, sehr überzeugend. Überzeugt. Okay, okay, wenn wir die Welt gerettet haben, zeige ich's dir. Hey, kann ich das schriftlich haben? Wir haben Licht. Hätte uns auch früher einfallen können. Was war das? Huch. Ich kann nichts sehen. Lauf! Verschwinde, bevor die Soldaten dich schnappen! Correte! Los! Aua. Sie flohen hier lang. Was? Elsie und die Einwohner. Nach dem Angriff. Ich kann sie sehen. Ich weiß, es ist schwer.
Aber versuch dich abzugrenzen, Desmond. Konzentrier dich aufs Jetzt. Und wenn die Visionen nicht aufhören? Wie lange noch, bis ich die Wände mit Symbolen beschmiere? Das ist nicht lustig. 16 ist tot. Wir konzentrieren uns auf das Jetzt, okay? Super, es klemmt. Ich pass durch. Bereit. Kriegst du das Tor irgendwie auf? Nicht, wenn ich nicht enden will wie dieses Skelett. Könnt ihr hier was drunter schieben? Könntet immer noch was drunter schieben. Vielleicht klappt's ja. Haben wir irgendwas in der Nähe? Wir haben da einen Tisch. Gut, der ist ein bisschen alt. Haben wir irgendwas Metallisches? Wir haben hier irgendeine Schnur. Damit können wir auch was anstellen, dass ich irgendwie fest bin. Okay, ich soll da einfach noch hoch. Und mir keine anderen Gedanken machen. Von hier aus komme ich in den Korridor unter mir. Pass auf die Ratten auf. Wo? Ich dachte, wenn du welche siehst. Danke für deinen wertvollen Hinweis. Desmond, du sollst eigentlich... Ja, okay. Wie komme ich jetzt runter? So. Na. Desmond? Mehr Geister. Ich bin hier, ja? Bleib bei mir. Ezio! Wurdest du getroffen? Nein, ist Mutter wohl auf? Desmond, da kommen wir nicht hoch. Da ist ein Aufzug. Und wenn du mir Schwung gibst? Keine gute Idee. Ich könnte dich hochwerfen und du greifst die Kante. Noch schlechter. Komm mit. Wie wär's damit? Was hast du denn vor? Gut gemacht. Stets zu Diensten. Wie alt sind diese Tunnel wohl? Mittelalter, schätze ich. Zum Glück halten die Balken unser Gewicht. Nach der ganzen Zeit im Animus bin ich da nicht so sicher. Ich wollte nichts sagen, aber du wirst langsam fett. Autsch. Rebecca hat sogar schon den Animus verbreitet. Im Ernst? Nein. Schau. Und los geht's. Bereit. Dann lassen wir den guten Desmond mal sprinten. Ups. Als ich zuletzt hier war. Als Ezio hier war. Ja, ich meinte Ezio. Ich hätte dich da nicht reinziehen dürfen. Das war falsch. Hey, ganz im Ernst. Ich habe den Spaß meines Lebens. Und das verdanke ich dir. Pass nur auf, wo du hintrittst, okay? Seit wann ist das mein Job? Wenn ich alle Hebel bewegen würde, was bliebe dann noch für dich? Nichts. Netter Versuch. Bereit? Da, ein Hebel! Sehe ich. Hier geht was auf. Ich hänge hier fest, aber ich sehe einen Hebel auf der anderen Seite. Super. Ezio darf mit Katharinas Forza baden und ich schwimme im Klo. Den hier habe ich. Da vorne ist noch ein Hebel. Komm hier rüber. Wie soll ich das anstellen? Muss ich da jetzt durch? Da ist doch auch was. Wenn ich da hinkommen könnte. Na komm, das mit der Schaffste. Oh nein! Ja. Oh Mann, ist das kalt! Nicht jammern!
Du hast leicht reden. Du schwimmst auch nicht in der Renaissance-Kloake. Schade, wäre auch zu schön gewesen. Puh, ich stink. Du übertreibst. Und jetzt? Hallo? Ah, ich muss da hin. Es wird hier immer besser. Gut, wenigstens kriegt Desmond Training. Kann ich hier hoch? Nein. Oh nein! Dämlich. Es wäre eine Option gewesen, wenn Desmond nicht einfach die Kante genommen hätte, statt die Fläche. Jetzt hier? Gehe ich hoch. Na endlich! Da. Na, zieh dich hoch. Da ist so. Ich sehe nichts. Gut, ich kann auch einfach da lang. Denk dran, das ist der Spaß deines Lebens. Ja, ja. Ups, bisschen zu weit. Oh Gott. Bereit? Alles klar. Hallo? Wenn ich jetzt loslasse. Okay, lass los. Warum wirst du eigentlich nie nass? Dafür habe ich dich. Charmant. Ja, ne? Der Aufzug, bitte? Danke. Ezio, wir sind auf der anderen Seite. Schnell! Katzo! Nein! Gott, rette mich! Das habe ich mir auch gerade gedacht. Wieso springt er denn auf einmal schief? Das läuft ja hervorragend. Ich kann es nicht mal auf die Aufnahme schieben. Dass ich irgendwie neu angefangen hätte oder so. Habe ich nicht. Ich bin gerade einfach nur dämlich. Super, die Brücke ist hin. Zu weit zum Springen. Ich habe eine Idee. Du musst mir helfen. Geh an die Kante und mach dich bereit. Die will Schwung holen. Bereit. Geschafft. Lass mal sehen. Geh du nur ruhig vor. Ich bleibe hier im Dunkeln und spiel mit den Ratten. Spring rüber! Gute Arbeit. Schade für die Ratten. Erstmal. Soldati, hier ist dein Eingang. Ob die Stufen irgendwo hinführen? Sieht nicht so aus. Das Leben ist voller Enttäuschungen. Da will man stylisch sich hier runterschwingen und Desmond spielt nicht mit. Na komm, Desmond, das versuchen wir nochmal. Hier. Juchi. So war das gemeint. Hopp, 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 hopp. Okay. Ich warte hier. Gut, ich hol dann mal die Brücke für dich runter. Die letzte habe ich gemacht. Ja, aber es war nur deine letzte. Haha, sehr lustig. Hab's. Dankeschön, Desmond.
Gern geschehen, Lucy. Nein. Ach. Alter Desmond. Hier. Springen. Dankeschön. Jetzt bin ich mal dran zum Ausgleich. Dankeschön. Danke. Ist ein Anfang. Du bist dran. Okay. Würde klappen? Theoretisch. Praktisch nicht. Ah. Deswegen. Nein! Okay, vielleicht nicht hier. Wo muss ich denn dann hin? Ist ja auf die Perspektive umzumodeln, da sehe ich ja gar nichts. Hier kann ich hochklettern. Hier auch. Und dann wären wir hier. Moment mal. Damit wären wir irgendwo, wo ich nicht wieder hin wollte. Großartig. Gut, das war meine Dummheit. Noch mal, wo soll ich denn hin? Ich soll da oben hin. Und wie? Kann ich da hochklettern, mich an den Teilen da festhalten? Nee. Runterklettern? Ja, da komme ich wieder dahin, oder? Klettern wir trotzdem mal runter. Da waren wir aber eigentlich. Ja, doch hier runter. Ja, und wieso zur Hölle bin ich dann woanders gelandet? Verstehe ich gerade nicht. Bin ich einfach in die falsche Richtung geschwommen? So sieht's aus. Und ich habe mich schon gewundert. Und ab geht's. Danke. Wir sind ein gutes Team. Finde ich auch. Setzen wir die Arbeit gleich vor. Hui. Komm, Desmond. Ich sehe den Altarraum. Da hängt meine Rüstung. Ezio muss nach dem Angriff hierher zurückgekehrt sein. Aber warum? Desmond! Okay, öffnen wir die Tür. Vielleicht wollte auch einfach nur. Was ist das denn? Hm. 14, 19. Hier ist irgendwas.
Kannst du den verdammten Bücherschrank öffnen, Desmond? Ihr habt es geschafft. Wurde aber auch Zeit. Was ist das? Vielleicht eine Hinterlassenschaft von Ezio. Unten drunter stehen Zahlen. 1419, 1420 und 1421. Ah. Vielleicht solltest du dich etwas hinlegen. Na, schon gut. Bin okay. Wow, das wurde für die Ewigkeit gebaut. Keine Anzeichen struktureller Schäden und kein Handyempfang. Hier sollten wir sicher sein. Holen wir den Animus runter. Okay, sieht doch gut aus. Schau und versteck den Van in der Stadt. Und pass auf, dass keiner dir folgt. Was? Was stinkt denn so? Das bin ich. Als wärst du durch eine Klärgrube geschwommen. Das war Lucys Idee. Moment, Jungs, wir brauchen Strom hier unten. Es gibt eine Leitung in der Nähe, die ich anzapfen kann, aber die ist zu schwach. Oh ja, na klar, ja, ja. Wollen die Damen sonst noch was? Ein bisschen Kaviar vielleicht? Oder soll ich euch ein Mützchen klöppeln? Nein? Prima, komm mit. Shaw ist schon eine ziemliche Zicke. Oder ein Zicker. Schnell ist er. Sag mal, wie viel Material haben die denn bitte in dem Van? Die haben das hier alles ausgekleidet. Und mit Flutlichtern lang allem, wozu das denn? Wo ist er denn hin? Shaw. Hat sich versteckt. Ah, da ist er ja. Oh, ein Kasten. Gut, suche in Monteriggioni nach Stromkästen. Rebeccas kleine Kistchen leiten geringe Strommengen in die Leitungen unterhalb der Villa um. Frag mich nicht, wie das geht. Wenn ich das wüsste, dann wäre ich nicht der Kerl, der den Van verstecken muss. Tja, du weißt es aber nicht. Was wir erkunden können. Können wir zum Beispiel hier hochklettern? Können wir. Das ist ja interessant. Mist. Schön hier. Die Aufzüge jetzt immer noch. Oh, da hinten ist die andere Stadt. Stromverteilerkästen noch irgendwas? Das wäre ein bisschen untypisch, wenn es das nicht gäbe. Vor allem, wo sind denn die Stromverteiler? Hier nicht.
Da kamen wir ja her. Aber den haben wir schon angeschlossen, oder? Ja, haben wir. Von daher gut. Stromern wir ein wenig durch die Nacht. Nee, sonst gibt's hier nichts. Jedenfalls entdecke ich nichts. Oder ich bin einfach blind. Das kann auch sein. Der sieht stark nach einem aus, genau. Auf jeden Fall ein Kabel. Gibt es sonst was? Sogar bei den Strichen angezeigt, wie viele schon aktiv sind. Gibt's hier sonst echt nichts? Bin zurück. Gerade recht. Die Sonne geht auf. Ja, es startet. Wir können loslegen. Hast du mich vermisst? Nein, sonst wer? Hallo, spreche ich mit euch? Hallo? Workaholics. Fangen wir an. Gut, ich würde mich aber trotzdem gerne noch mal draußen umschauen. Was ist das denn? Kann ich damit irgendwas machen? Nee. Sean hat einen seltsamen Sinn für Humor. Können wir da eigentlich wieder rein? Will ich aber eigentlich gar nicht. Da war die Kloake. Oder schimmert noch irgendwas? Aber es sind die Flutlichter. Sonst ist hier nichts. Flutlichter. Sean? Glück. Gut. Hallo. Sagen dir diese Zahlen unter der Zeichnung irgendwas? 1419, 1420, 1421. Hat vielleicht mit dem Hundertjährigen Krieg zu tun. Oder halt, 1419 kam Papst Martin V. nach Florenz, oder? 1420 ging er nach Rom und im selben Jahr begann Brunelleschi mit dem Bau des Duomo. Und 1421... 1421... Ja, das schlag ich nochmal nach. Vielleicht sind sie auch Uhrzeichen oder Uhrzeichen, Uhrzeiten und Koordinaten. Und? Wie gefällt dir Monteriggioni? Das ist nicht Monteriggioni. Monteriggioni ist eine Stadt der Renaissance. Frag mich, was ich von der Stadt im Jahr 1554 halte, dann antworte ich. Dachte, du magst es auch heute. Hat sich nicht groß verändert. Genau. Geschichte ist Veränderung. Leben ist Veränderung. Wenn sich etwas nicht ändert, ist es tot. War da recht. Noch was? Du weißt, wie gerne ich über sowas rede, Desmond, aber ich hab zu tun. Okay. Hallo, Lucy. Was machen wir jetzt mit Abstergo?
Aussitzen. Sobald wir den Apfel finden, kontaktiere ich die Teams im restlichen Europa. Aber was Italien angeht, sind wir allein. Ein bisschen Hilfe von oben wäre auch nicht verkehrt. Unsere Top-Assassinen sammeln Infos über den Satellitenstart der Templer. Wir haben mögliche Startrampen in den USA, China und Russland gefunden. Aber noch keine heiße Spur. Die wollen unseren Satelliten starten mit dem Edensplitter oder irgendwas davon. In den Animus, Desmond. Was machen die anderen Teams? Abstergos Suche nach Edensplittern stören. Soweit ich weiß, hat Abstergo keine Ahnung von den Tempeln und Ezios Apfel. Wir liegen endlich mal vorne. Sogar ohne Lippenbewegung. Wir sprechen später. Bitte geh jetzt da rein und finde den Apfel. Wir zählen auf dich. Okay. Du bist konzentriert. Ich habe gerade die Systeme des Babys gepatcht. Es wird immer besser. Kann Desmond dieses Mal auch Erinnerungen nacherleben? Verlass dich drauf, er wird. Immer schon ein Hacker? Nee, mehr so Sportlerin. Aber ich habe mich verletzt und fing mit den Computern an. Wer hätte gedacht, dass Programmieren genauso spannend ist, wie sich ein Brett anzuschnallen und aus einem Heli zu springen? Nur zur Info, du solltest vielleicht mal deine Nebennieren checken. Weißt du? Weil das ist einfach nicht normal. Er ist ein Zicker. Der hat auch noch zwei Gesprächsoptionen. Bin beschäftigt. Ja. Hier unten ist wirklich nichts. Irgendwie gerade irritierend. Hier ist wirklich gar nichts. Keine Sammelobjekte, sonst was. Nicht? Wo geht's in die andere Richtung? Ist der immer noch zu? Da geht's runter. War nicht irgendwo ein Gang mit zwei Richtungen? Die haben wir auch gesammelt. Bei Assassin's Creed 2. Kann ich darüber? Dürfte schmerzhaft werden. Gut, nein, ich kann nicht rüber. Kann ich hier rüber? Nein. Aber ernsthaft, hier ist nichts. Irgendwie untypisch. Ist aber schön ruhig. Eigentlich. Beginnen wir doch. Aber ernsthaft nix. Wird hell. Da ist ja echt nix. Das ist so extrem untypisch. Kein Fickchen. Hier geht's nicht raus. Schade. Aber ernsthaft nix. Das ist komplett untypisch. Okay. Dann halt nicht. Das bin ich nicht gewohnt. Moment mal, den haben wir gar nicht gefunden vorher. Interessant. Kann ich eigentlich ganz hoch? Ne, das sind auch Gitter. Ne, glaube ich nicht. Jetzt muss ich kurz husten. Stopp. Das Stoppschild ist immer noch gleich. Wir sind zwar in Italien, aber das Stoppschild ist das aus Deutschland.
die meisten Verkehrszeichen sind ziemlich gleich, stimmt. Es gibt tatsächlich... Oh, es gibt ein paar, die sich unterscheiden, und zwar nicht wegen der Sprache. Es gab, glaube ich, irgendwo mal ein Zeichen, was ich nicht kannte. Gut, das Büffelzeichen. Das gibt's hier nicht. Aber es gab noch irgendeins. Aber jetzt glaube ich echt nichts. Bis auf das, das ist immer noch kaputt. Das hat bis heute niemand repariert. Oh. Stehen da. Mhm. Gut, das ist ja Datenbankeintrag. Oh, wir dürfen da gar nicht rein. Hupsala. Alexander VI. Ist übrigens der Borgia. Sieht du Platinone Element. Okay. Ich lese es jetzt nicht vor. Was steht denn hier? Juhu, nur 6 Euro. Es macht echt Spaß, hier das zu spielen. Also so richtig Spaß. Alter, so mit dem Staub und das ist super gemacht. Dich kennen wir ja schon. Du bist das Einzige, was man hier findet. Dann geht's ab in den Animus. Aber erst in der nächsten Folge. Ciao, ciao.